Heute singe ich euch die Geschichte, wie der Nikolaus den Knecht Ruprecht kennengelernt hat. Es lebte einst in einem Haus am dunklen Waldesrand ein Holzfäller, ein armer Mann. Knecht Ruprecht wurde er genannt. Durch tiefen Schnee hat er sein Holz ins Dorf hineingebracht, doch keiner sah ihn, alles war für Nikolaus heut fein gemacht. Nach dem Verkauf zog er nach Haus, sehr traurig seufzte laut: Bei mir hat der Sankt Nikolaus schon lang nicht mehr hereingeschaut. Doch plötzlich hört er Glöckchenklang, schon schaut er vor die Tür. Sankt Nikolaus, dein Weg ist lang, komm rein, trink einen Tee mit mir. Als Nikolaus sich aufgewärmt, muss er gleich wieder fort. Hab Dank, schnell fährt mein Schlitten nun, die Kinder warten schon im Ort. Bald drauf tritt Ruprecht vor die Tür, ich glaub nicht, was ich seh. Geschenke, Äpfel, Nüsse viel, warum liegt alles dies im Schnee? Sankt Nikolaus freut unterwegs sich auf die Kinder sehr. Im Dorf bemerkt er erst das Loch. Der große Sack ist leer, ganz leer. Verzweifelt setzt Sankt Nikolaus auf seinen Schlitten sich. Doch rufend läuft ein Mann daher: Sankt Nikolaus, so wart auf mich. Knecht Ruprecht ist's, der für das Dorf das Holz im Walde hackt, hat aufgehoben, was verloren, und es in einen Sack gepackt. Sankt Nikolaus umarmt den Mann, vom Herz fällt ihn ein Stein. So jemand wie dich brauch ich lang, willst du nicht mein Gehilfe sein? Wie freut sich Ruprecht da und geht mit Nikolaus davon. Nun kommen beide Jahr für Jahr und alle Kinder warten schon.